Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu meiner schon zweiten Folge der Disney Legacy Challenge. Ich nehme dieses Video direkt im Anschluss an die letzte Folge auf, weil es mir einfach so viel Spaß macht, mit unserer lieben Snow zu spielen. Und von daher würde ich sagen, wir starten direkt ins Gameplay. Sie muss schon wieder unfassbar dringend auf Toilette, sie ist davon aufgewacht und das machen wir jetzt auch erstmal. Wechsel doch bitte mal deinen Tampon und sie ist schon wieder so dreckig. Ist das wirklich wegen dem Bett? Ist das wirklich wegen dem Bett? Oh Mann, dann dusch doch nochmal und sie ist eingeladen zu einer Veranstaltung. Das kommt von dem Slice of Life Mod. Wir können ja mal gucken, wozu sie eingeladen wurde. Grillparty. Ja, vielleicht grillt da ja jemand. Also macht Sinn auf einer Grillparty. Aber oft ist es ja so, dass man selber grillen muss. Hunter, die Grillparty beginnt jetzt. Wir bereiten zusätzliches Essen zu. Bring also ein oder zwei zusätzliche Freunde mit. Kommst du immer noch, Snow? Nationalpark, Isle of... Ich kann es nicht aussprechen, es tut mir leid. Jedenfalls gehen wir da natürlich hin. Wir müssen noch ziemlich dringend auf Toilette. Vielleicht können wir das da machen. Aber sie hat auch unfassbar viel Hunger, also wir gehen auf jeden Fall hin und hoffen, dass wir es noch rechtzeitig auf Toilette schaffen. Da sind wir und das ist übrigens Snows zweites Alltagsoutfit. Oh, sie sieht echt schrecklich aus. Also nicht das Outfit, sondern sie stinkt und sie muss auf Toilette. Ist hier denn irgendwo irgendwie ein öffentliches Klo oder ein Pipi-Busch? Wenigstens ein Busch, das wäre schön. Denn wir wollen nicht vor Hunter pinkeln. Können wir in den... Nee, wäre ja zu schön gewesen. Oh, hier ist echt gar nichts, ne? Weiter schaffen wir es halt auch wieder nicht. Können wir schwimmen gehen hier irgendwo? Ist auch gar nicht mehr so kalt, also... Nee. Snow fühlt sich so zu unwohl. Oh, Schissel. Naja, dann ist das so. Oder ich könnte natürlich auch einfach mal einen Pipi-Busch. Ich glaube, das mache ich. Ich platziere hier einfach mal ganz frech einen Pipi-Busch. So, der Busch ist platziert und du gehst ihn direkt mal bestäuben, bevor hier etwas in die Hose geht. Aber ich fürchte bald... Oh, sie rennt wenigstens. Renn, Snow. Renn um dein Leben. Renn um deine Blase. Bitte, schaff das. Bitte, bitte, bitte. Ja, sie schafft es. Das müssen wir doch mal festhalten, wie Snow in den Pipi-Busch macht. So, sie ist fertig. Stinkt zwar noch, aber immerhin muss sie nicht mehr pinkeln. Das ist doch schon mal etwas. So, und ich sehe, er hat etwas zu essen gemacht. Wir rufen jetzt einfach mal zum Essen, damit sich jeder etwas holt von seinem Essen. Dankeschön, Hunter. Das ist sehr lieb. So mussten wir kein Geld ausgeben, was wir auch gar nicht haben. Und ja, haben etwas Vernünftiges zu essen. Das ist unsere erste vernünftige Mahlzeit. Ich habe Hunter übrigens beruflich zum Militär geschickt. Einfach aus dem Grund, weil ich fand, das passt vielleicht von den Spielberufen am ehesten zum Jäger. Es ist kein Jäger, aber ja, vielleicht am ehesten. Ich meine, im Militär hat man was mit Gewehren und Schießen zu tun. Und als Jäger auch. Das ist vielleicht das, was am meisten passt. Also der Rest passt nicht so, aber ist ja auch egal. Jedenfalls ist Hunter beim Militär. Wir stellen uns einfach vor, dass er ein Jäger ist. Oh, er grillt noch was. Das ist ja schön. Wir unterhalten uns sowieso schon die ganze Zeit mit ihm, ohne dass ich etwas drücken muss. Das finde ich sehr schön. Wir können auch einfach mal mitkochen. Das fände ich schön. Einfach als Dank dafür, dass er uns gerettet hat. Ich glaube, für sowas kann man sich nicht oft genug bedanken. Wir haben ihn gerade nach seiner Persönlichkeit gefragt und er sagt, ich bin sehr freundlich und eifrig, Leuten zu helfen. Ich liebe Poesie, Schreiben, Musik, Fotografie und Kunst. Ich bin zärtlich und glaube, dass ich mich meinem Partner widmen sollte. Ja, dass du freundlich bist und eifrig, Leuten zu helfen, das haben wir schon gemerkt. Du hast uns gerettet. Und ich finde es interessant, dass er erwähnt, dass er sehr zärtlich ist und sich seinem Partner widmen sollte, denn er hat keinen Partner. Also, was soll das wohl meinen? wir machen ihm auf jeden Fall mal ein von Herzen kommendes Kompliment, verschönern ihn den Tag und erzählen ihm nochmal eine fesselnde Geschichte. Erzählen ihm einfach nochmal die Geschichte, wie unsere böse Stiefmutter uns vergiften wollte. Wie kann unsere eigene Mutter... Unsere eigene Stiefmutter sowas tun. Das finden wir unfassbar. Deswegen
erzählen wir das Ganze nochmal und fragen ihn einfach mal nach seinem Tag. Vielleicht können die beiden ja einfach mal zusammen angeln gehen, das finde ich auch sehr süß. So hat Snow vielleicht auch mal ein paar Fische oder sowas, die sie kochen kann. Also mit denen sie etwas kochen kann. Dann hat sie nämlich auch gleich etwas zu essen. Wer ist das hier eigentlich? Maya Breuer, die ist auch bei der Veranstaltung. Die finde ich auch ganz cute. Dann stell dich doch einfach mal freundlich bei ihr vor. Ihr redet ja sowieso schon. Ich möchte währenddessen einfach mal gucken, was sie überhaupt von Hunter hält. Und als sehr attraktiv empfunden. Cute Snow. Sie findet Hunter sehr attraktiv. Das finde ich sehr schön. Und sie haben Gefühle, zusammenkochen, Verbundenheit. Sims, die zusammenkochen, bleiben zusammen. Ohne Essen würden wir nicht existieren. Das ist richtig. Essen lässt uns wachsen. Essen verbindet uns. Essen schweißt uns zusammen. Ich möchte mal gucken, was sie denn von unserem Michael hält. Er ist auf jeden Fall verheiratet. Aber ich möchte trotzdem mal gucken, was... Oh... Als sehr unattraktiv empfunden. Na gut. Ich hätte sonst gesagt, dass man ja mal schauen kann, ob sie sich vielleicht mit dem Kreaturenhüter so gut versteht, dass er vielleicht der Babyvater wird. Aber ich fürchte bald, das wird nichts. Ich meine, einmal hat er eine Frau und andererseits findet sie ihn sehr unattraktiv. Ich meine, ich glaube nicht, dass Snow unfassbar oberflächlich ist. Weil sie ist ja auch die Schönste im Land, aber sieht es gar nicht unbedingt so. Also ihr ist es eigentlich ziemlich egal, nicht so wie ihrer bösen Stiefmutter. Deswegen glaube ich, das ist gar nicht so unbedingt das Problem, aber sehr unattraktiv ist schon hart. Also ich glaube, Michael können wir uns abschminken. falls ihr doch irgendwie Interesse dran habt, dass Snow vielleicht den Michael als, also näher kennenlernt, in dem Sinne, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. Falls nicht, dann lassen wir das einfach. Also ich würde bald sagen, mit der Frau und sowas, also sowas würde Snow auch nicht machen. Und er hat halt auch eine Seniorin als Frau. Vielleicht ist das keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Wie viel Essen machen die denn? Was ist denn das für eine Grillparty? Ja, ich finde es auch Wahnsinn. Snow unterhält sich hier sehr nett und ich finde es sehr schön, dass sie sich auch einfach von alleine unterhalten, weil ganz oft ist es ja so, wenn man mit jemandem reden möchte, dann brechen die es sofort wieder ab. Aber Snow und Hunter scheinen sich wirklich sehr gut zu verstehen. Also, ja, es ist einfach schön. Vielleicht finden wir ja sogar nach dieser Folge schon eine Möglichkeit, wie das Ganze mit den beiden weitergeht. Also wie gesagt, ich weiß ja noch nicht, ob schon Kommentare geben wird unter diesem Video, weil das ist gerade mal mein zweites Video. Und ja, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ankommt, ob es vielleicht überhaupt gar nicht ankommt. Und wenn doch, dann schreiben ja nicht alle Leute immer Kommentare, das kann ich auch völlig nachvollziehen. Ich möchte euch nicht zwingen zum Kommentare schreiben, aber ich würde mich einfach freuen, weil ich es einfach so schön finde, wenn man zusammen eine Geschichte erzählt und ich sie nicht einfach nur euch erzähle, sondern... Ja, wie gesagt, ich sie mit euch zusammen erzählen kann. Aber, also falls ich noch keine Kommentare unter dem Video haben werde, dann werde ich die Geschichte erstmal so weiter erzählen, so wie ich das denke. Aber wie gesagt, ich finde schön, wenn man das einfach so ein bisschen zusammen machen könnte. So, die Grillparty ist auch gleich zu Ende. Können wir uns vielleicht ein bisschen Essen mitnehmen? Wir haben hier so viel, wir müssen ja nicht alles mitnehmen. Ich glaube, das würde es nur ordentlich machen, dass sie einfach alles mitnimmt, aber... Vielleicht so ein bisschen was? So die Hähnchenspieße hier. Vielleicht kannst du die gar nicht im... Vielleicht machst du dir einfach mal ein Lunchpaket für später. Es ist ja auch schon 14 Uhr, dann hast du heute Abend noch mal was für zu essen. Steckst dir doch einfach in ein Lunchpaket. Das finde ich schön. Ja, und das steckst du bitte ein. Bei der Gelegenheit sammelst du noch mal ein bisschen Wasser für ihr Zuhause, damit sie... gleich auch unbedingt duschen kann. Das wäre nämlich nicht schön, wenn das gleich nicht funktioniert. Sie bekommt auch schon wieder Hunger. Aber ich würde sagen, wir warten noch bis heute Abend. Wir haben jetzt unser Lunchpaket. Das ist auch noch 8 Stunden haltbar. Das passt also. Und dann gehen wir doch mal nach Hause. Ich würde sagen, sie geht dann noch gar nicht nach Hause, sondern geht erstmal nochmal zu ihrem Kumpel, dem unattraktiven Kreaturenhüter. Der redet auch gerade, ist das...
Nee, ist ein Erwachsener. Okay. Dann ist das ja in Ordnung. Führ nochmal ein vertrauliches Gespräch über Hanford und erzähl einen schmutzigen Witz, weil du so schmutzig bist. Ha. Wir erwähnen nochmal das Vergnügen, welches die Natur sucht, denn wir sind ja beide... Nein, 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 no, don't, no, no, no. Tiefgründige Unterhaltung, mach das mal ganz schnell, bevor er gleich weg ist. Nein, 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 bleib hier. Okay, sehr gut. Himbeeren liefern? Nee, haben wir nicht. Aber dann können wir ihnen jetzt mal Hilfe bei Botengängen anbieten. Einen haben wir ja noch, aber die Himbeeren, das hat ja noch nicht ganz so gut funktioniert. Vielleicht machen wir das einfach mal, da verdienen wir nämlich auch ein bisschen mehr und bekommen auch ein bisschen mehr. Ich würde mal sagen, das nehmen wir noch dazu. Vielleicht klappt das ja. Was müssen wir machen? 3 Schokobären zum Kreaturenhüter bringen. Schokobären, so Freunde, wo seid ihr? Ich glaube, hier bei der Ruine waren ein paar, ja. Das sieht doch gut aus. Alles ernten, perfekt. Perfekt. Hier sind auch noch ein paar. Das können wir auch nochmal ernten. Dann haben wir doch bestimmt schon 3 zusammen. Ich habe deine Nummer, um dir persönlich zu sagen, dass du scheiße bist. Danke, Nadine. Das ist sehr freundlich von dir. Ich kenne dich nicht, aber ich glaube, ich möchte dich auch nicht kennenlernen. Sie ist schon wieder müde und sie stinkt immer noch. Das ist echt traurig. Aber wir ernten jetzt noch ganz schnell die Schokobären. Und vielleicht können wir dem Kreaturenhüter die dann auch schon bringen. Ansonsten gehen wir einfach nach Hause und essen noch unser Lunchpaket, duschen und gehen schlafen, denn es war, glaube ich, ein anstrengender Tag für Snow, denn sie hat nicht gut geschlafen, ist müde aufgestanden, war dann zu einer Grillparty eingeladen bei Hunter, beziehungsweise im Park mit Hunter und ja, sie stinkt schon den ganzen Tag. Deine Geburtsurkunde ist ein Entschuldigungsschreiben der Kondomfabrik. Warum sind denn die alle so gemein zu mir? Nur weil wir stinken? Und woher, wer bist du eigentlich? War er bei der Grillparty? Warum ist er so gemein? Das finde ich nicht fair. Ach ja, minus. Das würde ich auch sagen. So, wir sind jetzt bei ihm angekommen. Setzen uns, würde ich mal sagen, hier auf die Bank und plaudern. Ich bekomme sehr viele Geschenke von meinen Kreaturen, da wir uns sehr nahe stehen. Aber Regenbogeneier bekomme ich nie. Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Ich liebe ihre Geschenke. Aber ich würde auch Regenbogeneier lieben. Oh, und ich habe einen Pilz gefunden. Den kannst du haben. Versuche eine Suppe daraus zu bereiten. Oh, schön. Wir haben einen Pilz bekommen. Einen mysteriösen Pilz. Interessant. Den werden wir auf jeden Fall pflanzen. Und wir reden jetzt, wie gesagt, mit ihm. Ein bisschen hier auf der Bank. Erzählen ihm einen Witz und können dabei unser Lunchpaket auspacken. Und dann vielleicht mal essen, was da drin ist. Und danach gehen wir dann auch direkt schlafen. Also nach Hause, denn ich glaube, wir schaffen es nicht mal nach Hause. Wir haben uns ein bisschen viel vorgenommen für heute, Snow. Wenigstens freut sie sich über ihr Essen. Kannst du es. Ja, du stinkst, ich weiß. Kannst du es wenigstens eben schnell zu Ende essen, damit wir... Oh, ist er jetzt wieder weg? Er ist weg. Wo ist er? Tja, Snow, er ist auch... Nee, da ist er. Er rennt schon wieder weg. Wo möchtest du hin? Möchtest du in unsere Richtung? Das würde gut passen, denn da hinten, da oben, da wohnen wir ja sowieso. Hallo. Vielleicht können wir, ich würde sagen, die Bären und sowas, das geben wir morgen. Wir schaffen das heute definitiv nicht mehr. Also Snow, ist noch dein Gericht zu Ende? Ja, dir geht es nicht gut, ich weiß. Aber was, bist du krank? Was hast du? Menstruationshilfe. Aber sie hat doch gar nichts genommen. Dieses Arzneimittel lindert die Symptome. Aber ich habe ihr nichts gegeben. Woher kommt das? Warum macht sie das von alleine? Naja, ich hoffe, sie schafft es jetzt noch nach Hause, ohne zwischendurch umzukippen. Das hat tatsächlich gar nicht mal so gut geklappt. Es ist nicht mehr weit, sie muss nur noch diesen kleinen Weg hier hoch, aber hat es nicht geschafft. So, weiter Snow, du musst schon wieder pieseln. Bitte geh nach Hause. So, sie hat es endlich geschafft und geht jetzt mal ganz schnell auf die Toilette. Ich glaube, sie schafft es gar nicht mehr zu duschen, aber wir versuchen das einfach mal, denn sie kann nicht schon wieder dreckig ins Bett gehen. Wobei, es ist eigentlich sowieso schon dreckig, das Bett. Vielleicht können wir wohl dreckig ins Bett gehen und morgen duschen. Ich glaube, das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Interessant, sie war auf Toilette und ist jetzt kokett. Sie ist erregt
Wegen der aktuellen Periode. Snow hat richtig Lust auf Action. Sie scheint plötzlich den Drang zu haben, sich schmutzig zu machen. Sie ist schon schmutzig, aber na gut. Vielleicht ist es das Blutpumpen, aber sie fühlt sich gerade besonders prickelnd. Gut, Snow. Ja. Oh, ich hasse es. Du lagst doch schon im Bett. Leg dich wieder hin, bitte. Wo willst du hin? Oh, Mann. Ich würde sagen, damit beende ich den Part auch. Jetzt ist die Folge zwar ein bisschen kürzer. Normalerweise möchte ich die Folgen so zwischen 25 und 30 Minuten halten. Ich glaube, das ist ganz gut für ein Sims-Gameplay, weil man da einfach ordentlich was schaffen kann, aber es auch nicht zu lang ist, sodass es vielleicht langweilig wird. Letztendlich waren wir in dieser Folge also eigentlich nur auf Hunters Grillparty und haben uns noch ein bisschen mit dem Kreaturenhüter weiter angefreundet. Aber ich möchte auch einfach nicht zu schnell vorgehen, weil ich einfach noch ein bisschen auf Anregungen von euch eingehen möchte und hoffe, dass ihr auch noch ein paar Ideen dazu beisteuern wollt. Deswegen ist diese Folge halt ein kleines bisschen kürzer. Und damit sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge. Thank you.